spät. Das macht dann 2 Technologiediebstähle in 2 Tagen. Bleibt die Frage, wo steckt Reno? Ah! Cat! Wenn das nicht unser kleines Insekt ist. Junge, junge Spidey-Fans, Black Cat ist aus dem Rennen und Reno will Spidey auch noch aufs Korn nehmen. Ein Glück für den Netzschwinger, dass Reno ziemlich eingleisig denkt. Ja, und damit wünsche ich natürlich meine lieben Freunde herzlich willkommen zurück zu Let's Play oder besser gesagt zu einer weiteren Folge von Spider-Man. Meine Fresse, ihr seht schon, wir kämpfen diesmal gegen Rhino. Der Bosskampf ist wirklich ziemlich einfach, aber irgendwie sind wir jetzt gerade hier gefangen. Ja, wie dumm kann man denn bloß sein, Rhino? So, noch komm her, du Riesen-Nashorn. Da bist du ja. Wir werden Rhino sowas von fertig machen. So, komm noch mal. Wunderbar. Also der Kampf ist noch leichter als der von Scorpion. Wir müssen nichts großartig machen. Wir müssen einfach nur ausweichen und mehr nicht. Ja, so waren früher die Bosskämpfe. Hey, das ist teuer. Okay, ich glaube noch einmal und dann haben wir ihn. Tatsächlich, wir haben ihn. Was für ein Kampf, Leute. Was für ein Kampf. Die blauen Jungs wieder. Ich versteck mich besser. Das ist der beste Platz. Octavius, was tut der hier? Bitte treten Sie zurück, Officers. Gestatten Sie. Aber ich dachte, wir sind. Doc Ock hilft der Polizei? Ich sehe nach Black Cat. Das ist ein Job für Peter Parker, nicht für Spider-Man. Hey, warte, Cat, ich bin's, Peter. Peter, du musst mir helfen. Das sind keine echten Sanitäter. Perfekt, perfekt. Yeah. Okay, das war schon das Level. So kurz. Also das war wirklich das kürzeste Level, was ich je gespielt habe. Natürlich werden wir das speichern. Keine Sorge, Leute, wir werden natürlich noch weitermachen. So, fertigstellen bitte. Und weiter geht's. Oh, diesmal mit Venom. Das ist also meine Geschichte, Johnny. Sieht aus, als hättest du eine Menge Ärger. Du wirst Venom finden. Aber wie? Mein Spinnensinn reagiert nicht auf Venom. Bei deinem Pech wird Venom dich finden. Hab Vertrauen, Spidey. Wo steckt sie bloß? Ich muss sie finden. Ich habe keine andere Wahl. Was für ein Waschlappen! Ein Wettrennen? Parker hasst es, wenn man ihn überrascht. Ich hasse es, wenn man mich überrascht. Okay, jetzt müssen wir erstmal Venom folgen. Boah, Verfolgungsjagd mal, bin ich auch bei solchen kein großer Fan. Vor allem in diesem Spiel. Naja, aber wir werden es schon mal schaffen. Weil ihr seht schon, Venom ist hier nicht so richtig schwarz, sondern eher blau. So blau-lila. Nachlassen.
darf ihn nicht verlieren. So, mein Freund, wo steckst du denn? Ich bin auf jeden Fall in der Nähe. Ah, da ist er. Hör auf zu trödeln, Junge. Hey, wo bist du denn, Venom? Venom, wo bist du denn? Komm schon, Parker. Vorsicht, Lady. Oh Gott. Aus dem Weg! Gut. Sei vorsichtig, Parker. Es ist gefährlich. Oh, mein Kopf. Oh, mein Kopf. Vorsicht, Lady. Oh Gott. Tut mir leid, Lady. Hab nichts gesehen. Ach du meine Güte. Was machen die denn da bitte schon ein Chaos? Vor allem Venom. So, keine Sorge, Venom. Ich komme. Oh, was ist denn das denn? War das ein Comic? Sah aus wie ein Comic. Naja, egal. Ich muss erstmal hier Venom finden. Der darf mich nicht entwischen. Aber der wartet so freundlich. Der wartet schön freundlich. Das finde ich echt super von dir. Ja, Spidey, warum hängst du? Du sollst gehen. Und nicht stehen bleiben. Wenn du kämpfen willst, folge mir. Wo ist denn der Spider-Waschlappen? Spider-Weichei, komm raus und spiel mit mir! Treffer! Komm zurück, Venom! Wo bist du? Such mich doch! Okay, jetzt beginnt der Kampf gegen Venom. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, ich wusste wirklich gar nicht, dass Venom sich unsichtbar machen kann. Ja, Venom dies, Venom du. Du hast Mundgeruch. Uah, bist du eklig, Venom. Aber du siehst verdammt geil aus. Weil ich finde generell Venom als Schurke ziemlich cool. Vor allem auch in Spider-Man 3. Ich weiß, viele mochten den nicht in Spider-Man 3, aber ich schon. Ich fand Venom schon mal damals als kleines Kind richtig gruselig. Und ich freue mich natürlich auch auf den zweiten Venom-Film, der ja natürlich heißt Venom Letter Be Carnage, und da kommt auch endlich Carnage vor. Ich bin hier, Venom. Aber leider habe ich gehört, dass der zweite Venom-Film leider wieder ab 12 sein wird, weil der wahrscheinlich nicht so brutal sein wird, was ich ein bisschen schade finde, weil die haben Carnage reingebracht, und wenn man Carnage einfach reinbringt, muss es ein bisschen extrem sein, weil Carnage ist ja halt ziemlich heftig. Heftiger als Venom. Und Venom, bitte lass mich los, ich bin kein Futter. Aber ich hab ihn gleich. Oder er mich. Aber das finde ich immer unfair. Der macht sich immer unsichtbar. Aber seit wann kennt er das? Das kenne ich nicht. So, aber egal, ich hab ihn jetzt. Okay, dann speichern wir mal. Das ist nicht besonders eifrig, Parker. Wo ist meine Frau, du Symbiotenfreak?
Okay, wir machen noch ein bisschen weiter, aber beim nächsten Speicherpunkt werde ich dann auch hier wirklich die Folge beenden, weil ich weiß, dass dieser Level ein bisschen länger geht als die anderen drei Levels. Wow, Echsen? Es sind verdammte Echsen. Ist hier auch noch, nämlich noch die Echse, also Kurt Connors? Ja, aber die Mucke bockt schon. Das müssen die Reste eines der Experimente der Echse sein. Der einzige Weg durch die Höhle ist wohl an den Rohren entlang zu schlichten. Okay, hier muss man ganz doll aufpassen. Okay, noch einmal. Wunderbar. Und noch einmal, Spidey. Boah, geschafft. Ich habe immer die Sorge, dass Spider-Man irgendwie abrutscht. Und es kommen noch mehr kleine Echsen. Apropos, wenn wir schon mal über Thema sind Echsen. Es soll ja angeblich eventuell die Echse in den neuen Spider-Man-Film auftauchen. Rein theoretisch. Weil man weiß es ja eben so nicht. Und das soll auch nämlich die Echse sein von The Amazing Spider-Man 1. Aber ganz ehrlich, ich glaube eher nicht an dieses Gerücht. Wer ist da? Okay, das war wirklich sehr merkwürdig. Warum hat das Spiel denn überhaupt so hier geladet? Habe ich nie so richtig verstanden. Aber es geht natürlich hier weiter. So, aufpassen, aufpassen. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ey, ernsthaft, wo muss ich jetzt hin? Ah, hier nach oben bestimmt. Bestimmt nach oben. Aber das ist echt schon ein bisschen mies. Ich kann die Kamera wirklich nicht hier steuern. Okay, L1. Okay, die Steuerung ist ein bisschen umgekehrt, aber macht nichts. Okay, aber wie schieße ich dann? Vielleicht muss ich ein bisschen näher ran, kann es sein? Ah, okay. Wenn es grün heißt, dort kann ich schwingen, okay. So müsste es dann funktionieren. Ich weiß, mit der Kamera ist hier ein bisschen wackelig, aber ich habe keine andere Wahl. Ich muss das so machen. So, ich will einfach nur heil rüberkommen. Mehr nicht. So, ich hoffe, wir sind gleich da. Und rüberschwingen. Jawohl. Ich bin schon und noch mehr Echsen. Na komm her. So ist recht. So, okay. Das war der letzte. Schnell heilen, Spidey. Sehr schön, ich bin wieder voll und weiter geht's. Na warte, Venom, du hast Mary Jane entführt. Das wirst du bitter büßen. Ich bin schon topfit. Ah, okay, Leute, hier ist wieder Speicherpunkt. Das heißt, ich werde dort speichern und dann auch hier die Folge beenden. Ich weiß, es wird richtig spannend, aber glaubt mir, Leute,
wenn ich hier weitermache, wird die Folge ein bisschen sehr, sehr lange und das möchte ich einfach nicht. Deswegen machen wir schön ruhig ein Stückchen weiter und dann immer beenden, weil das Spiel ist auch wirklich nicht so groß lang. Okay, Leute, ich hoffe wirklich, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich ruhig auch gerne wissen. Und ich würde nur sagen, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir sehen uns halt das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Spider-Man. Mach's gut, meine lieben Freunde. Tschüss.